So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Homescapes. Ja, was das jetzt genau heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich dachte mir, das Spiel würde eigentlich zu meinem Kanal passen. Dementsprechend bin ich auf die Idee gekommen, das aufzunehmen. Schauen wir mal nach der Lautstärke. Ich muss ein bisschen lauter machen. So. Hier, ich glaube, das passt. Also, ich finde die Musik sehr gut. So, spielen. Okay. So. Oh, mein altes Elternhaus. Es weckt so viele Erinnerungen. Und die erste ist dieser alte Teppich, den wir schon lange hätten wegwerfen sollen. Mutter, Vater, ich bin zu Hause. Offenbar sind sie es nicht. Ich war so in Eile, dass ich wohl zu früh dran bin. Aber das ist noch besser. So kann ich meinen Eltern eine Überraschung machen. Ja. Es lädt. Aha. Ja, also. Das Spiel ist an sich ganz einfach. Wir müssen einfach nur Sachen miteinander kombinieren, dass wir eben. Ja. Münzen oder was es ist, bekommen. Okay, das kann ich nicht machen. Schade. So. Aber das geht. Ich will es gern anders machen, aber ich kann nicht. Ja, dann muss ich es so machen. Hoch. Okay, das geht nicht. Aber das geht. So, Bücher kann ich momentan nicht irgendwie miteinander kombinieren. Geht nicht, schade. Gut, dann habe ich wieder Cheap. So. Level gemeistert. Wunderbar. Jetzt müssen wir, glaube ich, renovieren. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Perfekt. Und jetzt ersetzen wir den alten Teppich mit einem neuen. Aha. So. Los. So, und ich würde sagen, wir wählen das rote Muster. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Perfekt. Das ist doch schön geworden hier. Eine gute Wahl. Meine Mutter wird Augen machen. Austin, mein Junge, ich bin so froh, dich zu sehen. Wir haben dich ja so vermisst. Hallo, Austin. Wen hast denn du da mitgebracht? Stellst du uns vor? Ja, also ich bin ja der Felix. Oh, hoi. Schön, dich kennenzulernen, Felix. Schatz, warum hast du den Teppich ersetzt? Vergiss doch mal einen Augenblick, dass du ein Butler bist
und sah einfach unser Gast. Der Teppich ist großartig, aber nach einer Reise braucht sie sicher etwas Ruhe. Ich habe das Gästezimmer für dich vorbereitet. Nicht doch, Mutter. Ich würde gerne in meinem Zimmer wohnen. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Okay. Hier, das ist wirklich staubig. Uff, was für eine Staubwolke. Keine Sorge, Mutter. Staub, den ein professioneller Butler nicht in den Griff kriegt, gibt es gar nicht. Das mache ich im Handumdrehen sauber. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen spielen, damit ich das Schlafzimmer säubern kann. Ich weiß, wie ich spiele. Ich bin nicht dumm. Komm, jetzt lass mich spielen. Achso, ich muss tauschen. Ja, ich kann das doch. Jetzt lass mich halt in Ruhe. Ich weiß, wie ich spiele. So, ich brauche ein paar Tassen. Bücher werden auch gebraucht. Ja, also Spielprinzip ist eigentlich klar. Kann ich das auch so tauschen? Ne, das kann ich nicht. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht gesehen. So, dann kann ich das Buch auch so tauschen. Die Schleifen. Oh. Das ist doch gut. Jetzt lass mich die Disco-Kugel machen. Ach so. Level gemeistert. Wunderbar. So. Dann machen wir mal das Zimmer sauber. Gut. Ja, Zimmer müsste jetzt gleich sauber sein. Perfekt. Hast du da kein Bett in dem Zimmer? So. Jetzt ist es wieder eindeutig mein Zimmer. Ja, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Aua, mich hat das gebissen. Ich dachte, das wäre eine Feder gewesen. Ah ja, stimmt. Alte Sessel können geradezu gefährlich sein. Wir sollten den hier dringend ersetzen. Ja, ich würde sagen, den Sessel ersetzen wir dann, wenn es ein nächstes Mal gibt, beim nächsten Mal. Und jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Ciao.